Gaius Julius Caesar der Gallische Krieg Buch 1 Kapitel 3 His rebus adducti et auctoritator de Torigis per constituerunt ea qua ad profici scendo pertinere comparare Iumentorum et carrorum qua maximum numerum quemere sementes qua maxima sfacere ut in itinere copia frumenti supetret cum proximis scriptatibus pacem et amicitiam confirmare Von diesen Dingen verleitet Und vom Ansehen des Orgetorix bewegt, beschlossen sie das, was zum Aufbrechen nötig war, vorzubereiten, eine möglichst große Anzahl an Zugtieren und Karren zusammenzukaufen, so viel Aussaat wie möglich zu machen, damit der Vorrat an Getreide auf dem Weg ausreichte, und mit den benachbarten Bürgerschaften den Frieden und die Freundschaft zu bekräftigen. Ad est res bienium sibisatis esse duxerunt, intertium annum profectionem lege confirmant, um diese Dinge zu vollenden, glaubten sie, dass ein Zeitraum von zwei Jahren ausreichend sei. Für das dritte Jahr bestätigen sie den Aufbruch durch ein Gesetz. Art erst res ist Um diese Dinge zu vollenden, wird Orgetorix gewählt. Er nimmt die Gesandtschaft zu den Bürgerschaften auf sich. en eo itinere persuadet Castico Catamantaloides filio sequono cui spata regnum in sequonis multos annos obtinuerat et a senato populi Romani amicus appellatus erat ut regnum in civitate sua occuparat quod pater ante habuerat auf diesem weg überredet er den sequana Casticus den sohn des Catamantaloides dessen vater die herrschaft bei den sequanern viele jahre lang inne gehabt hatte und vom Senat als Freund des römischen Volkes genannt worden war, dass er die Herrschaft in seiner Bürgerschaft an sich reißen sollte, welche der Vater vorher inne gehabt hatte. I tempus dum haiduo fratri di Viciaki qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebia acceptus erat ut idem conaretur persuadet aequo filiam suam in matrimonium dat Ebenfalls überredet er den Heduodum Norix, den Bruder des Diviciacus, der zu der Zeit die höchste Stellung in der Bürgerschaft innehatte und dem Volk am beliebtesten war, dasselbe zu versuchen, und gibt ihm seine Tochter zur Frau. factu se ilis probat conata ipses imperium obtenturus esset. Er beweist jenen, dass es sehr einfach sei, das versuchte zu vollenden, deswegen, weil er selbst die Herrschaft in seiner Bürgerschaft innehaben würde. Nun esse dubium quintotius Galliae plurimum Helvetii possunt, se sui scopi suoque exercito illis regna conciliaturum confirmat. Es bestehe kein Zweifel, dass von ganz Gallien die Helvetier am mächtigsten seien. Er bekräftigt, dass er mit seinem Vermögen und seinen Truppen jenen zur Herrschaft verhelfen wird haco aducti inter se fidem et jusioradum dant et regno occupato per tres potentissimos ac populos totius galliae se poti posse sperant von dieser rede verleitet gaben sie untereinander zusicherungen und schwüre und nach der einnahme der herrschaft hofften sie mit den drei mächtigsten und stärksten völkern sich ganz galliens zu bemächtigen